Und ich möchte nicht, dass mit so vielen Unsicherheiten eine Regierung sich über mich stellt und sagt, so habt eure Kinder sich zu verhalten, nur so können sie genesen. Der Vorredner vor dem Lied hatte von der schwedischen Regierung gesprochen. Aus meiner Sicht haben sie eins gemacht, was die deutsche Regierung nicht gemacht hat. Sie haben ihrem Volk Mündigkeit zugetraut. Sie haben ganz einfach Empfehlungen ausgesprochen, vernünftige Empfehlungen. Wenn du krank bist, bleib zu Hause. Wenn du gefährdet bist, pass auf dich auf. Aber die haben einen Schritt zurück gemacht und gesagt, das müsst ihr machen. Ich bin Vater von 4 Kindern. Und wenn ich versuche, sie zu erziehen, mein Ziel war immer, ich will in 20 Jahren nicht immer noch erziehen müssen. Ich will, dass ich irgendwann überflüssig bin. Ich bin ihr Vormund. Ich muss sie bevormunden, sofern sie auf sich nicht aufpassen können. Aber mein Ziel ist immer, dass sie zu einem Punkt kommen, wo sie auf sich selbst aufpassen können, wo sie gute Entscheidungen treffen können. Ohne mich. Natürlich für den Jüngsten immer noch, der ist 9, der will, dass ich für ihn denke. Das ist bequem. Ja, Papa, ich weiß es nicht. Mach du, entscheide du für mich. Ich sage, nein, du musst denken. Was möchtest du? Und klar muss ich manchmal noch eingreifen, aber ich hoffe, dass es immer weniger ist und dass sie irgendwann mich noch wollen oder mögen, aber mich nicht mehr brauchen. Und ein freies Leben, ein eigenverantwortliches Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und ich denke, das ist für uns alle normal, die wir Kinder haben. Und das ist schön. Aber ich möchte auch, dass sie in einem Land aufwachsen, wo die Regierung ihnen das auch erlaubt. Ich möchte nicht, dass die Regierung vorschreibt, wie sie zu genesen haben, wenn sie krank sind. Wer bestimmen darf, wie? Wir haben jetzt ein Virus, ein unbestimmter Virus mit einem unbestimmten Test. Wir haben das Versprechen eines Impfstoffs, das die Lösung sein wird. Wir haben es so oft gehört, wenn der Impfstoff da ist, dann ist alles gelöst, dann können wir aufatmen, dann können wir zur Normalität zurückkehren. Den Impfstoff gibt es noch nicht. Wir wissen alle hier nicht, was dieser Impfstoff bewirken wird oder könnte. Und ich möchte nicht, dass mit so vielen Unsicherheiten eine Regierung sich über mich stellt und sagt, so habt eure Kinder sich zu verhalten, nur so können sie genesen. Wir haben gehört von vielen Leuten, es gibt so viele andere Wege. Und ich wünsche mir, ich bin so froh um diese Demo heute. Ich fand das so toll mit diesen Für und Gegen und diese Stimmungen, weil das ist das, wofür wir stehen. Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung. Und das ist alles, was ich sagen will. Das wünsche ich mir von dieser Regierung. Danke.